Hallo, heute der Pantherpilz. Der hat diesen braunen Hut mit rein weißlichen Velumresten, die oft konzentrisch, also von der Mitte her, in der Mitte hat es viel und nach außen hin weniger so verteilt sind. In einer schönen Gleichmäßigkeit, kann aber auch durch Regen schon weggewaschen sein. In der Hutmitte ist er meist etwas dunkler. Und hier am Hutrand hat er diese Riffung. Seine Huthaut ist etwa bis zur Mitte abziehbar. So. Dann hat er weiße Lamellen, ebenfalls rein weiße. Er hat einen hängenden und vergänglichen Ring, der nie gerieft ist, wie es etwa beim Perlpilz oder beim grauen Wulstling der Fall wäre. Er hat diesen weißen, etwas weißwollig-flockigen Stiel. Und er hat unten diese markante Knolle, die deutlich abgesetzt ist. Das heißt, es sieht ein bisschen aus, wie wenn man sich eine Socke etwas heruntergerollt hätte, hier. Oder aber wie wenn man den Stiel in eine Knolle hineingepfropft hätte, also von oben hineingesteckt. So sieht die aus. Man sagt ihm auch ein bisschen, sieht aus wie Bergsteigersöckchen. Ja, der kommt vor, gerne auf sandigen Böden, in Mischwald, ist ein Symbiosepilz, wie alle Wulstlinge. Und man kann ihn finden von Frühling bis Spätherbst. Bei uns ist er relativ selten. Viel häufiger kommt der Perlpilz oder graue Wulstling vor, mit dem man ihn auf keinen Fall verwechseln darf, denn dieser hier ist stark giftig. Es ist schon öfters zu Todesfällen durch diesen Pilz gekommen. Ja, schön, dass ich euch mal den Pantherpilz zeigen konnte.